Hi und willkommen bei mir, Lurche Nummer 1, und willkommen zu einem Informationsvideo, und zwar, es ist wahr, Leute, es ist kein Joke, es ist kein verfrühter April-Scherz oder irgendwas in der Richtung, nein, es ist wirklich Tatsache, am 6. März werden wir in Zukunft von der Xbox 360 und von der PS3 uns keine Accounts mehr übertragen können auf die New Gen. Das heißt, wer jetzt einen PS3-Account oder einen Xbox 360-Account hat, muss diesen bis spätestens 6. März 2017 übertragen, denn danach geht es nicht mehr. Das heißt natürlich im Umkehrschluss für alle, die das nicht wissen, das Unlock-All-Geschäft ist vorbei. Damit ist die Möglichkeit, einen Unlock-All zu erstellen, erledigt. Denn Unlock-Alls kann man nur auf gemoddeten oder beziehungsweise auf gejailbreakten Konsolen erstellen, wie zum Beispiel auf einer Xbox 360 oder auf einer PlayStation 3. Das heißt im Umkehrschluss, für alle Nutzer oder beziehungsweise für alle willigen Käufer eines Unlock-Alls wird es jetzt höchste Eisenbahn, sich an den Anbieter seines Vertrauens zu wenden. Jetzt werden viele, sehr viele, sich gleich bei mir wahrscheinlich in den Videokommentaren melden. Ja, Lurchi, wer ist denn safe? Wer macht denn Unlock-Alls, denen man vertrauen kann? Da gibt's für mich nur eine einzige Aussage, Leute. Geht mal bei Lee, Martin und Jules vorbeischauen. Die Leute, die haben das gewisse Alter, die haben den Respekt davor, dass wenn Leute etwas für etwas bezahlen, dann bekommt ihr auch die Leistung dafür. Für die Leute lege ich meine Hand ins Feuer. Das ist die Lurche Nummer 1 Empfehlung. Wollt ihr noch auf die Schnelle einen Unlock-All, dann geht zu Lee, Martin und Jules. Bei denen seid ihr perfekt aufgehoben. Für die lege ich meine Hand ins Feuer, jederzeit. Genauso wie beim Nasenhaar-Wombat. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Link zu Lee Martin in der Videobeschreibung. Den Jungs vertraue ich blind, wenn es um Unlock-Alls geht. Es gibt andere, die würden ihre Mutter verkaufen, um euch zu verarschen. Deswegen, Leute, wenn ihr für anständiges Geld einen, wirklich, also anständiges Geld, nicht so einen überteuerten Mist, wie das manch andere Freaks da anbieten. Wenn ihr für anständiges Geld einen Unlock-All wollt, wenn ihr eine Lurche Nummer 1 Empfehlung wollt, dann geht ihr zu Lee, Martin und Jules oder geht zum Nasenhaar-Wombat. Diese Leute, weiß ich persönlich von meiner Seite aus, die würden euch nie verarschen, weil die haben noch den nötigen Respekt vor anderen Menschen, wo für eine Dienstleistung bezahlen. Aber wir schweifen ab. wie gesagt, die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, Leute. Aber der Fall ist wirklich so, am 6. März ist hier Feierabend. Keine Übertragung mehr möglich auf die New Gen oder auf den PC. Es ist nicht mehr möglich ab 6. März. Es gilt, dass momentan auch ein Gerücht rumgeht. Aber ganz genau zuhören, das ist ein Gerücht, dass die PlayStation 3 und die Xbox 360, dass dort auch die Server nun down gehen. Das ist aber ein Gerücht. Meine Einschätzung, und das ist meine private, persönliche Einschätzung, ist, wenn die Server down gehen auf der PS3 und der Xbox 360, dann wird da Monate vorher eine Ankündigung kommen von Rockstar. Dem bin ich relativ sicher. Warum bin ich mir da sicher? Weil ein Verkäufer im Handel, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, für die Old Gen, muss euch ja sagen können, hör euch zu, der Support ist beendet für online. Genauso wie Rockstar muss seinen Käufern vorher ankündigen, hör euch zu, wenn ihr das Spiel kauft, kein Online-Modus mehr verfügbar. Deswegen, wenn die Server down gehen, werdet ihr bestimmt 100%ig auf meinem Kanal hier noch erfahren, dass es so ist. Aber ich möchte jetzt hier keine Panik verbreiten. Noch funktionieren die Server auf PS3 und Xbox 360, aber die Lurche Nummer 1, also ich behaupte jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass wir 2018 die Old Gen noch haben, die Server dazu, um auf der Old Gen zu spielen. Das glaube ich nicht. Ich glaube sogar noch nicht mal, dass bis September die Old Gen noch verfügbar ist, aber wie gesagt, das ist eine Vermutung. Nur eine Vermutung.
Nagelt mich deswegen nicht ans Kreuz, ich vermute das nur, aber ich kann nur allen Old-Gen-Besitzern einen Rat geben. Ich würde doch langsam mal anfangen zu sparen. Ich weiß, ich habe vollstes Verständnis, ich weiß, dass der ganze Scheiß Geld kostet, Leute. Ich weiß, dass eine PlayStation 4 Knete kostet ohne Ende. Ich weiß, dass man 50 Euro im Jahr bezahlen muss, um online gehen zu müssen auf der PS4. Aber versteht mich nicht falsch, ich will es euch nur sagen. Ab jetzt wird es langsam Zeit, sich von der Old-Gen zu verabschieden und sich auf die New-Gen oder den PC zu konzentrieren. Denn es dauert meines Erachtens nicht mehr lange. Ich glaube, Ende oder drei Viertel von 2017 werden die Server down gehen. Das ist meine Einschätzung. Und am 6. März 2017 funktionieren die Übertragungen auf die New-Gen von der Old-Gen nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, ich wiederhole mich, für alle Unlock-All-Käufer, lasst euch nicht verarschen, Leute, ab 6. März nicht mehr irgendwo Unlock-Alls kaufen, nichts mehr machen, das ist Betrug, lasst die Finger davon, ab 6. März werdet ihr nur noch verarscht, deswegen Finger weg. Und glaubt mir, Leute, wenn ich euch jemanden empfehle, dann bekommt ihr auch das, was ihr euch wünscht. Ansonsten würde ich die Leute nicht empfehlen. Also in der Videobeschreibung findet ihr noch Links, wo ihr wirklich sicher eure Käufe machen könnt. Ansonsten, für dieses Informationsvideo wäre ich recht froh, wenn wir hier das ein oder andere Like schaffen. Ansonsten, wie gesagt, ja, seid drauf gefasst, was da kommt. Und an alle Old-Gen-Besitzer, verabschiedet euch langsam, auch wenn es schwerfällt. Die Old-Gen ist langsam wirklich, so wie es der Name sagt, eben die Old-Gen. Ansonsten, wie gesagt, das war ein Informationsvideo auf die Schnelle für euch zur Information. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Like da. Ich bin raus. Euer Löchchen Nummer 1. Haut rein, ich bin raus. Bye.